Ungläubige Blicke in der Wittenberger Schlossstraße. Von hier aus betreibt der Fantasiestaat Königreich Deutschland illegale Bank- und Versicherungsgeschäfte. Untertanen malen mal wieder neue Fantasienamen auf das Haus mit der Nummer 29. Die Königliche Reichsbank ist Geschichte. Der Pleitier Peter Fizek will mit einem neuen Geschäft seine Anhänger abzocken. Auf der Feier zum zweijährigen Jubiläum des Königreichs stellt er seine Pläne vor. Durch die Gründung der Königlichen Reichssparkasse will er das Geld leichtgläubiger Menschen einsammeln. Der Vorteil ist weiterhin beständig unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wir sind nicht Teil des internationalen Finanzkartells. Und sämtliche Gelder bei auch der Reichssparkasse sind sicherer als auf den normalen Banken, meiner Ansicht nach. Denn wenn das System abstürzt oder Ihnen Gelder weggenommen werden, dann betrifft das alle anderen Banken, aber nicht die Reichssparkasse. Rückblick. Mit großer Bühnenshow hat Peter Fizek 2012 seinen eigenen Staat gegründet und sich selbst zum Herrscher wählen lassen. Sein Reich ist ein ehemaliges Krankenhaus am Rande von Wittenberg. Von hier aus hält er mit illegalen Aktionen die Behörden auf Trab. Der Zoll hat deshalb im Auftrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf dem Gelände des Königreichs Wertgegenstände beschlagnahmt. 1,9 Millionen Euro Zwangsgeld muss Fizek wegen illegaler Bank- und Versicherungsgeschäfte zahlen. Nur dann darf er die Sachen wieder mitnehmen. Ansonsten gehen diese Gegenstände in eine öffentliche Versteigerung. Wegen illegaler Versicherungsgeschäfte steht Peter Fizek zudem ab November als Angeklagter vor dem Amtsgericht Dessau-Roßlau. Bis ein endgültiges Urteil gefallen sein wird, kann der selbsternannte Herrscher munter weitermachen. Was wirft man ihm eigentlich vor? Er soll eine als neudeutsche Gesundheitskasse bezeichnete Krankenversicherung eingerichtet und von 2009 bis 2011 über diese etwa 360.000 Euro Beitragseinnahmen erzielt haben. Und die Tat ist mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht. Und der Imperator hat noch einiges vor. Seine Untertanen sollen einen eigenen Kindergarten bekommen. Die Sektenexpertin Viola Philipp findet diesen Plan bedenklich. Wenn man sich diese Entwicklung vorstellt, dass also dann eine Gleichschaltung da ist, die Eltern sind in dieser Ideologie zu Hause, die Freunde in der Gruppe sind in dieser Ideologie zu Hause. Alles, was an kritischen Einwänden von Verwandten oder Freunden kommt, wird immer weniger. Der Kontakt zu den Kindern wird meistens dann immer stärker abgeschottet. Und wenn Kinder dann auch noch in gruppeneigenen Kindergärten oder Schulen zur Welt kommen, dann stecken sie in einem Kokon, wo sie die normale, reale Welt eigentlich gar nicht mehr kennenlernen. Die Mühlen der Bürokratie, sie malen ganz offensichtlich zu langsam, um die Pläne des Möchtegern-Imperators rasch zu stoppen.